vom Udo. Ich freue mich total drauf. Kleines, nicht schön gemacht. Also das Ding war hier hinten so lang, hatte also nochmal so ein Loch. Und hier war es auch nochmal 3-4 cm länger. Ich wollte unbedingt was Paragraph 42 konformes und habe halt rumgeschliffen und rumgeschliffen an einem Werkzeugschleifstein und immer viel gekühlt, aber ist nichts draus geworden. Das hat hier 4 bis 5 mm Klingenstärke. Und ich freue mich sehr, dass dann Udo das fertig gemacht hat. Also auch hier die Zeigefingermulde. Man kann Griffschalen drauf für meine relativ kleinen Hände. Ich habe so etwa 10 cm von hier bis hier. Aber wenn ich nicht als ganze Hand fasse, sondern eben im Bereich Finger fasse, für feine Arbeiten, Holzlocken oder so, dann wollte ich hier ein schönes, schmales Stück, aber was noch breit genug ist, damit ich nachher auch mal was hebeln kann bei der Stärke. Ich finde es richtig schön, hat es konvex. Der Udo hat konvex. Mirror polished. Freue ich mich richtig drauf. Und jetzt geht es halt da dran, ich muss jetzt lernen, wie ich hier Holzgriffschalen dran mache. Das war dieses. Das war das. Hier, wirklich schön. Eine Sache. Oh, guck dir mal diesen Griff an. Das ist ja ein geniales und Salamandermuster. Hammer. Kleines Teil. Das wird mein EDC Neckknife. Hier mit Flintstone Pattern. Wow, das ist ja eine Schönheit. Wow. Hammer. Also darüber freue ich mich noch über mehr als über die Arbeit, die viele Arbeit, die der Udo mir gemacht hat an meinem Heavy Duty 440. Hammer. Danke. Also. Nochmal vielen Dank, Udo.